state of the union is not good. Our trade deficit is too large. We must not go back to unwise spending. This is America. George Orwell schrieb, der große Feind klarer Sprache ist Unaufrichtigkeit. Wenn die Gelebten von den erklärten Zielen abweichen, neigt man gewissermaßen instinktiv zu Langatmigkeit und abgedroschenen Phrasen, wie ein Tintenfisch, der Tinte versprüht. Du hast wahrscheinlich verwirrende Begriffe gehört, wie Handelsdefizit, der fallende Dollar, Staatsverschuldung, ungedeckte Verbindlichkeiten und so weiter, die alle vage und mathematisch klingen und irgendwie nach, tja, betrifft mich nicht. Die Realität hinter diesen Buchhaltungsbegriffen ist vollkommen ungeheuerlich. Wenn jemand, ein Ausländer zum Beispiel, der amerikanischen Regierung Geld leiht, was kriegt er dafür? Nun, er bekommt eine Zusicherung für Zinszahlungen und die spätere Rückzahlung der Kreditsumme. Woher bekommt deine Regierung dieses Geld? Die Regierung ist kein Unternehmen, sie erwirtschaftet keine Gewinne auf dem freien Markt. Woher also bekommt sie das Geld, um ihre Gläubiger auszuzahlen? Beginnst du zu begreifen, dass es nicht Dollars sind, die verkauft werden? Oder Anleihen oder Schuldtitel oder Schatzbriefe oder irgendetwas in der Art? Woher wird deine Regierung das Geld bekommen, um ihre Gläubiger auszuzahlen? Was verkauft wird, sind keine Papiere oder Verträge oder Computerbits. Es gibt nur eine Sache, die die Regierung verkaufen kann. Regierungen haben nur ein Wirtschaftsgut, das sie als Sicherheit anbieten können. Deine Regierenden verkaufen dich. Wenn China deiner Regierung 800 Milliarden Dollar leiht, erhält es als Gegenleistung eine Garantie, dass 10.000 Dollar plus Zinsen deiner Familie unter Androhung von Waffengewalt abgenommen werden und nach Übersee verschickt werden. Wenn ein Bauer einen Kredit von einer Bank bekommt, setzt er seinen Viehbestand als Sicherheit ein. Es sind die Milch und das Fleisch, das die Kühe noch produzieren werden, womit er seinen Kredit zurückzahlt. Die Bank kauft einen Anteil seiner Kühe. Du bist das Vieh, dass deine Regierenden als Sicherheit einsetzen. Die Leute, denen du zujubelst und für die du Paraden veranstaltest und hinter denen du Luftballons austeilst und für die du spendest, verkaufen dich an chinesische Herrscher, an die Japaner, an die Nigerianer, an südamerikanische Drogenbosse mit Konten in den karibischen Bankenzentren, nach Russland, Korea, Ägypten, Kolumbien, Chile, Philippinen, Malaysia und an jeden, der bereit ist, ihnen ein paar Dollars zu geben für das Blut, den Schweiß und die Plackerei deiner Zukunft. Die Flagge, die du achtest, und die Hymne, die du singst, und die Herrscher, vor denen du weinst und kniest, sind so loyal dir gegenüber, wie ein Plantagenbesitzer seinen Sklaven gegenüber war. Und traurigerweise hatten Plantagensklaven mehr Stolz als wir. Plantagensklaven lobten im Allgemeinen ihre Herren nicht dafür, dass sie verkauften, dass sie die Leben, Hoffnungen, Träume und Zukünfte ihrer eigenen kleinen Kinder an den Meistbietenden versteigerten. Wir können verstehen, dass ein Rindvieh die Hand des Landwirts leckt, der eine Axt auf dessen Nacken senkt, weil ein Rindvieh ein dummes Tier ist, das seine wirkliche Beziehung zum Landwirt und was er mit ihm vorhat, nicht verstehen kann. Was ist unsere Ausrede? Wenn wir rufen, USA, 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 wenn wir jubeln und uns verbeugen und betteln und singen und vor Freude weinen, weil ein neuer Landwirt das groß angelegte Ausschlachten und Verkaufen der Zukunft deiner Familie leitet, wenn wir mit dranghafter Lehre die Führenden lieben, die lachen, während sie uns an jeden x-beliebigen Diktator oder Aktienhändler in der ganzen Welt versteigern, was ist dann unsere Ausrede? Ist unser Stolz so gebrochen worden, dass wir uns mit armseliger Freude auf jeden silberzüngigen Demagogen stürzen, der vorgibt, dass wir ihm wichtig sind, und sei es auch nur ein kleines bisschen? Unsere Kinder werden uns später fragen, warum wir niedergekniet sind und gejubelt haben, als sie unter den Hammer kamen. Dieses Video und die Arbeit meines ganzen Lebens ist meine Antwort für mein Kind,
welches ist deine?